Ich war es nicht. Er kam schon tot an. Ein schäbiger Dreck, aber diesmal bist du zu weit gegangen. Ich denke, du liegst im Sterben. Dabei ist das alles nur... Für die Katze. Ich war tot, frag den Arzt, wenn du mir nicht glaubst. Ich schwebte, sah meinen Körper neben der Leiche von Rochard. Und dann sah ich ein weißes Licht. Die Engel sangen und eine Stimme sprach. Kehr zurück, Luisa, kehr zurück. Komm, nur raus. Oh mein Gott, es fehlt Blut. Es ist nicht ihr Blut, Anne. Lass uns gehen, sonst kommen wir zu spät zu Bruch. Das Blut ist von Blanchard, Anne. Sie schossen ihn 6 Kugeln in den Bauch, als er vom Mittagessen zurückkehrte. Er hatte Fischsuppe, Schweinefuß, Niçoise, Schnecken und einen Roggen. Auf damit! Hol ein Glas Wasser. Schon gut, es geht wieder. Oh, Michael, sieh nur, dass ihr kennt. Das macht nichts. Wir kommen zu spät zur Probe. Was machst du denn? Sie muss sich hinlegen, sonst fällt sie uns noch in Ohnmacht. Ich habe so etwas schon erlebt. Das sieht hässlich aus, aber schon sehr hässlich. Du lockst uns unter falschen Voraussetzungen hierher, nur um zu verhindern, dass... Verdammt, Michael, ich weiß, dass es eine miese Nummer war. Aber du musst mir glauben, ich wollte euch nur ein Hochzeitsgeschenk machen. Was? Nenn mich sentimental, nenn mich verrückt, aber ich wollte euch nicht gehen lassen, ohne euch ein Stück von Luisa Phillips mitzugeben. Hier ist es, nehmt es und ihr werdet mich nie wiedersehen. Luisa, geh aus dem Weg. Michael... Das war sehr lieb von ihr. Und dann auch so kurzfristig. Wir werden es in Ehren halten, was auch immer drinsteht. Ein Päckchen hätte genügt. Komm. Miss Phillips. Mein Name ist Javert. Ich war mit dem Toten befreundet. Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Furchtbar, das mit Ihrem Freund, Monsieur... Javert. Aber ich habe es schrecklich eilig. Ich habe etwas total Verrücktes getan. Ich wollte dieser Frau eine Tuba geben und habe ihr aus Versehen ein Kochbuch geschenkt. Sehen Sie vielleicht einen Sinn darin? Völlig verrückt. Darüber müsste ich nachdenken. Ein Kochbuch. Wahrscheinlich bin ich immer noch verwirrt von dem Schock. Sie bestimmt auch. Mein herzliches Beileid. Danke. Nochmals vielen Dank. Schwer, sich vorzustellen, dass ihr verheiratet wart. Das war keine Heirat. Nein, nein, nein. Das war ein Anfall von Schwachsinn auf dem Standesamt. Warst du wirklich betrunken auf deiner Hochzeit? Ich hatte schreckliche Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Ganz ähnlich wie jetzt. Können wir das Thema wechseln? Woher kennt ihr euch? Was? Du und Luisa. Das weißt du doch. Wie spät ist es? Ihr müsst euch aber schon vor der Serie begegnet sein, sonst gäbe es die ja nicht. Also gut, kennengelernt habe ich sie, als BBC mich zu meinem Buch interviewt hat. Es war Ihr Vorschlag, mich im Taucheranzug ins Wasser werfen zu lassen. Hä? Mein erstes Buch, die neuzeitliche Suche nach urzeitlichen Schätzen. Dann war sie also eine Fernsehreporterin. Nein, nein. Die wollte nur einen Trip nach Rom für sich und die Crew. Sie meinte, man sollte die Sache vorher in der Badewanne testen. Sie bestand auf dem Taucheranzug und den Flossen. Sie kam auf mein Zimmer. Hör zu, bitte lass uns nicht mehr von Luisa sprechen. Ärgerst du dich über mich? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur schmutzig und müde und außerdem kommen wir zu spät zur Probe. Du klingst aber ärgerlich. Anne, wenn es so klingt, dann tut es mir leid. Bitte steig ein. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin etwas überempfindlich. Nein, du bist nicht überempfindlich. Dann bist du doch ärgerlich. Ich bin nicht ärgerlich. Verdammt, Anne, wenn du dich streiten willst, dann lass es uns im Auto auf dem Weg zur Probe tun. Und jetzt steig ein. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war mein Fehler. Nein, es war meiner. Nein, Luisas. Sie ist und bleibt eine Nervensäge. Jetzt ist es vorbei. Wir sehen sie nie wieder. Ich verspreche es. 45 hin, 45 für die Rückfahrt, die Hälfte als Vorschuss. Ich wohne nicht in Chantilly. Jeder Fahrer macht das so. Fragen Sie doch. 50 Francs zusammen und keinen Vorschuss. Und die Zigarre nehmen Sie auch aus dem Mund. Au! Oh, oh! Würden Sie nachsehen, ob ein Nagel drin steckt? 75, 30 Vorschuss und die Zigarre behalte ich. 60 ist das Allerhöchste. Meine Schwester wird heiraten, wir sind Waisen. Und sie hat einen Leberschaden. Puff. Meine Kinder, keines versteht mich. Ich werde ausgewiesen, ich habe nur noch 6 Wochen zu leben. Der Hund frisst nicht mehr. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gerührt sind. Hier, und legen Sie das bitte über den Nagel. Sehen Sie, ich gebe Ihnen wirklich alles, was ich habe. 10. 20. Oh, hier ist ein Bild von meinem kleinen Bruder, als er gerade 5 war. Oh. Sein Medizinstudium hat all meine Ersparnisse aufgefressen. Habe ich schon erwähnt, dass wir alle Waisen sind? Hey! Haltet ihn!
Haben Sie gesehen, wer mich da eben geschubst hat? Je ne parle pas l'allemand. Oh. Je m'excuse. Merci. Wer immer das getan hat, sollte wissen, ich komme aus Queens. Sie ist nicht aufgetaucht, aber George sagt, er findet sie. Er sagt, Hauptsache, Sie wissen, wie es läuft. Also gehen wir es nochmal durch. Heute Nacht Hotel Lambert und morgen die Imkerschule der Dominikanermönche. Madame Curie's Labor und der beste Krebsstand von Paris. Hier, der Anfang ist immer gleich. Willkommen in Paris. Ich bin Louisa Phillips, ich bin Miles Parrish. Willkommen beim Reisejournal. Richtig, Verzeihung. Das ist nur eine Vorlage. Hängen Sie nicht zu sehr am Text. Louisa hält sich nie an das Skript. Hier steht Parrish. Nur ein Tippfehler, Miles. Es müsste ein B sein, kein P. Haben Sie einen Stift? Hier. Jetzt malen Sie einen kleinen Halbkreis an die untere Hälfte des P's. Was sehen Sie? Ich sehe ein B. Sehen Sie, es geht. Ja, da hast du recht. Wir werden sehen, ich hoffe, das dauert nicht. Lassen wir uns überraschen. Was willst du hier? Oh, du bist wirklich ganz schrecklich. Ich bringe euer Hochzeitsgeschenk. Michael! Pater Ledoux ist soweit. Anne, es tut mir wirklich leid. Sie haben das falsche Geschenk. Jetzt habe ich das Richtige dabei. Er legt es Ihnen nachher in den Wagen. Sind Sie bereit? Anne? Michael? Ja, und jetzt auf Wiedersehen. Es ist eine Tuba. Ich habe sie gravieren. Was soll das werden, Louisa? Eine Tuba? Ist sie nicht so schwer für ihn? Stehen bleiben, gehen. Stehen bleiben, würdest gehen. Du bitte endlich hier verschwinden? Es ist eine Glückstuba. Ich warne dich, das Maß ist voll. Ich habe sie gewonnen. Beim Blackjack mit dem Maharaja. Maharaja? Oh, sie sieht furchtbar schwer aus. Ein Hochstapler. Victor ist kein Hochstapler. Er trägt nur gerne Turban. Ich gewinne meistens beim Blackjack. Ich spiele sehr schlecht Karten. Beim Spiel kann man nie sicher sein. Oh, meinst du nicht, man sollte ihm helfen? Wenn man etwas nachhilft, schon. Das heißt ja. Jeder schummelt doch dann und wann. Ich habe Angst, er könnte von dem Ding erdrückt werden. Ich hätte nie gedacht, dass du betrügen würdest. Na ja, ab und zu. Monte Carlo? Ich mache mir wirklich Sorgen, ob die Tuba nicht so schwer für ihn ist. Das ist doch Jahre her. Lass es uns endlich vergessen. Ich will es nicht vergessen. Ich habe den Croupier, der dich beschuldigt hat. Ich bring nur die Tuba zum Auto. Ich bin gleich wieder zurück. Verprügelt. Das erste Mal, dass ich jemanden verprügelt habe, hast du? Antworte, Louisa, hast du gemogelt oder nicht? Und warum willst du das jetzt unbedingt wissen? Ich sag's dir, warum ich's wissen will. Der Typ hat mir zwei Rippen gebrochen. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich wollte sterben, wenn ich versucht habe, tief einzuatmen. Ich habe mein Leben für dich aufs Spiel gesetzt. Deshalb frage ich dich, hast du betrogen? Bitte, reicht euch die Hände. Wo ist Sam? Oui. Ich habe in den Damen- und Herrentoiletten nachgesehen. Fehlanzeige, nichts. Oh, lassen wir mal sehen. Ist französisch. Nous avons. Wir haben. Votre. Ich schwöre, Michael, das ist nicht meine Handschrift. Ich verstehe nicht. Was steht da? Wir haben Ihre Verlobte. Wir rufen Sie um 6 Uhr an. Geben Sie uns das Kochbuch oder Sie sehen sie nie wieder.